Buchstaben. Also, jetzt habe ich hinten begonnen für unser Verhältnis hinten, da finden Sie das Buch Genesis. Ein Kapitel vorlesen? Eine Quadratschrift, die sich ganz immer im Grunde genommen im Verhältnis von Rechentesten bewegt. Das, was so aussieht wie Fliegendreck darunter, das gehört eigentlich nicht zur Schrift. Das ist die sogenannte masoretische Interpunktion. Das sind Vokalhilfen, weil das ist eine Konsonantenschrift, die nur die Konsonanten kennt. Und damit wird es relativ schwierig, ja, mit der Aussprache. Aber natürlich muss man das vokalisieren, müssen ja irgendwie Vokale dazwischen. Ja. Deshalb hat natürlich die Übersetzung oder das Verständnis der Worte manchmal einen gewissen Spielraum. Ich kann bestimmte Konsonantenfolgen unterschiedlich vokalisieren. Grundsätzlich wird das aneinander geschrieben. Also das, was wir kennen, schön die Worte, so deutsch, schön getrennt, ja, macht man auch im Griechischen nicht. Das macht man auch im Lateinischen nicht. Sondern die Kodizes, wir werden nachher noch Beispiele sehen, schreiben die Schriften fortlaufend aneinander. Das ist eine hohe Kunst, das dann zu lesen. Da gibt es in Einzelpunkten, gibt es dann Diskussionen, gehört der Buchstabe nicht noch zu diesem Wort oder zu diesem? In der Regel, wenn man die Sprache natürlich beherrscht, das würden wir im Deutschen auch schaffen. Ja? Aber man merkt schon, es ist schwieriger. Ja? Man muss sich dazu erst dran, damit es hat eine einheitliche Sprachgestalt.